Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Watch Dogs. Oh ja, ich verspreche mir so viel von diesem Spiel. So verdammt viel, weil dieses allein das Spielprinzip. Ich habe mir das Spiel gekauft alleine wegen dem Spielkonzept. Dass du einfach mal alles hacken kannst und quasi der einsame Rächer bist. Allein deswegen habe ich mir dieses Spiel geholt. Und das sagt schon was aus. Wenn ich mir ein Spiel hole, einfach nur weil ich glaube, dass das Gameplay so richtig awesome ist. Weil man da richtig schön was machen kann. Ja. Ja. Ich verschwende schon wieder eure Zeit. Also machen wir lieber gleich mal ein neues Spiel. Also ich weiß quasi nichts über die Story. Ich habe schon sogar schon wieder vergessen, wie unser Protagonist heißt. nee, das weiß ich glaube ich. Aiden Pierce, glaube ich. Oder? Zumindest Aiden heißt er. Dass ich einen coolen Namen finde. Aiden! Gab's da nicht mal so ein Spiel, wo da so ein Geist war, der Aiden hieß? Two Souls oder irgendwie sowas in die Richtung? Schön. Wir sind in einem Hotel. Hallo Aiden! Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Finde ich sehr so geil. Okay, das soll ich hacken. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, flieg sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halte dich an den Plan, Ding. Die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Was? Ich hab's dumm. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Nemo, es ist vorbei. Okay, das ist nicht mal ein Anfang. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ah ja, so fing das alles an. Ubisoft presents. A Ubisoft Montreal production. Elf Monate später. Oh, hat schon viel Zeit vergangen. Was zum...
Okay, das erinnert wirklich stark an Assassin's Creed hier. Stadt baut sich ja auf. Watch Dogs! Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen, ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Ja, manche Sachen kann man nicht vergessen. Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. Oh, cool. Ich habe eine Waffe. Soll ich ihn erschießen? Ich schieße mir erstmal ins Knie. Erinnerst du dich jetzt? Ne, der Schlagstock. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Das geht nicht. Dieser Scheiße in Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Wer ist? Er ist dein schlimmster Albtraum. Also kann ich mal rennen. So, dann gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Aha. Kann man da? Ihr bisschen Geld. Chemische Komponente? Okay, baue ich mir eine Bombe oder was? Aber ich habe so das Gefühl, ich baue mir gerade eine Bombe. Chemische Komponente und so. Warte, ist das... das Monster? Naja, nur ein Energy Drink. Das wäre ja noch besser hier, Schleichwerbung und so. Medizin. Tür auf. Wow, sieht gar nicht schlecht aus. Vor allem dafür, dass es in 1080p ist. Läuft ziemlich ruckelfrei. Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön.
Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, pa, 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 pa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Der Typ hat an der Latte, oder? Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Okay. Das Spiel gefällt mir jetzt schon total. Police. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Oh, die Entdeckung. Oh? Ah. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Oh! Was verflucht? Ablenkungsmanöver. Sorry. Auf keinen Fall. Tut mich echt sorry, Junge, aber bist mir im Weg. Ich bin nicht so gut in Stealth, wie ich gerne wäre. Ich habe die Ablenkung zu früh benutzt. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Ich habe zu früh die Ablenkung benutzt. Von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Kann die Typen hier bin ich spielen. Jetzt dann. Okay. Okay, okay, okay. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katzen. Oh. Oh. Das funktioniert zumindest gut. Auch mehrmals. Man muss hier nicht gleich auf alles ballern. Ne? Das ist ein Handy, was ich da benutze. Zum Anlocken. Awesome. Was war da? Ach, klettern. Ich kann überall drauf klettern. So, Assassinen-Style. Rennt da auch rein? Hier was? Medizin. Und Geld. Und mehr Chemie. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen hat mit der Chemie. Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich habe mich so lange darauf gefreut. Ich habe mir mindestens ein bis zwei Monate... Ernsthaft? Big Base Steals on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Ernsthaft? Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Kommentar auf Englisch. What? Profiler? Holy.
Das ist interessant. Okay. Das sieht doch interessant aus, aber darum kümmern wir uns gleich beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.